Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei meinem Monatsrückblick für den November. Ja, wir befinden uns jetzt schon im Dezember, im letzten Monat des Jahres 2016 und es ist tatsächlich der Wahnsinn, wie schnell dann doch das Jahr herum ist. Ja, ich finde gerade immer so im Herbst, Winter vergeht die Zeit tatsächlich irgendwie schneller, was wahrscheinlich einfach damit zusammenhängt, dass es irgendwie ständig dunkel ist, so gefühlt für mich zumindest, ja. Ja, aber heute haben wir einen sonnigen Tag, dementsprechend dachte ich, nutzen wir das Tageslicht und nehmen auch das etwas Geblende sozusagen einfach in Kauf. Und ich möchte heute meinen Monatsrückblick vorstellen, der sich ja schon beim letzten Mal ein bisschen geändert hat. Ich werde ja nicht nur über die gelesenen Bücher berichten, vorwiegend eigentlich über die Tops und die Flops, alles andere habt ihr ja in den Bücherwochen schon gesehen. Ich habe auch ein bisschen Musik, ich habe eine YouTube-Empfehlung, die mal nichts mit Büchern zu tun hat und andere Dinge, die mich in diesem Monat einfach positiv oder auch negativ eher weniger begleitet haben. Und beginnen möchte ich jetzt einfach mal mit der Statistik. Insgesamt habe ich 14 Bücher gelesen mit knapp 5400 Seiten, was wirklich der Wahnsinn ist. Und man merkt schon, es sind 180 Seiten im Durchschnitt am Tag. Und wenn man jetzt sagt, wie kommst du denn auf so viele Seiten und so wenig Bücher, das liegt einfach daran, dass zumindest ein Wälzer dabei war, der fast 1000 Seiten hatten, was ja vielleicht schon fast 3 Bücher sind. Und aber ich konzentriere mich ja gar nicht so auf die Bücherzahl oder Seitenzahl. Ich finde tatsächlich die Durchschnittszahl immer so ein bisschen am aussagekräftigsten. Was man natürlich bei der Seitenzahl, es gibt natürlich Seiten, die größer bedruckt sind, kleiner bedruckt sind. Bei mir zählen auch Hörbücher mit rein. Also das ist so, es ist halt so ein Richtwert und ich freue mich einfach über jede gelesene Seite und freue mich einfach, wenn ich wirklich merke, ich habe tolle Bücher gelesen, intensiv gelesen und in diesem Fall sind auch 2 abgebrochene Bücher dabei, die in die 14 mit reinzählen. Man könnte jetzt sagen, es waren im Grunde nur 12 ganze und 2 halbe, Drittel, wie auch immer, aber bei mir waren das 14 Bücher und gut. Ja, aber das ist soweit zur Statistik und ich denke, wir fangen auch einfach mal mit was Positivem an. Und zwar gab es 3 Favoriten an Büchern in diesem Monat und das erste war direkt ein Hörbuch und zwar Flawed von Cecilia Hearn. Das ist der erste Teil ihrer Reihe, wo jetzt auch schon der zweite Perfect erschienen ist. Und hier war nicht nur die Geschichte ein Highlight, die ich wirklich wahnsinnig gut fand, sondern auch die Stimme, die mir sehr, sehr gut gefallen hat. Ich mochte diese dystopische Welt, diese Idee, dass Menschen sich im Grunde immer perfekt verhalten müssen und wenn sie eben einen Fehler haben, dann auch gekennzeichnet werden. Und wir folgen hier der Protagonistin eben, die eben einen Fehlerhaften hilft, aus Gründen, die ich jetzt nicht erzählen möchte, um zu spoilern, eben dann selbst als fehlerhaft markiert wird und sie dann eben den Unterschied merkt, was bedeutet eigentlich diese perfekte Welt? Wie unmenschlich ist man dann vielleicht, um perfekt zu sein? Und wie egoistisch sind diese perfekten Menschen in dieser perfekten Welt vielleicht? Es war eine grandiose Idee. Es war toll geschrieben von Cecilia Hearn. Ich finde, sie hat hier ihren ersten All-Age-Roman wirklich alles gegeben, was man sich vorstellen kann. War für mich wirklich ein absolutes Highlight. Und ich freue mich jetzt im Dezember auch Perfect zu hören, was ich schon auf dem Handy übers Audible-Abo habe. Und finde das tatsächlich wirklich großartig und freue mich das sehr. Gefolgt von einem Top, direkt einfach ein Flop, und zwar Die Stille vor dem Tod von Cody McFadyen habe ich gelesen. Es ist ja der lang erwartete, jetzt leuchtet schon sehr, der lang erwartete 5. Teil. Vielleicht ein bisschen weiter links. Jetzt fange ich zum dritten mal an. Der lang erwartete 5. Teil der Smokey Barrett-Reihe. Und auch ich habe lange darauf gewartet, denn ich bin ja eigentlich niemand, die sehr brutale Thriller liest und hatte aber bei Cody McFadyen immer das Gefühl, dass er es noch sehr menschlich rüberbringt, dass er es nicht zu detailliert rübergebracht hat, zumindest für mich. Für mich war das so eine Grenze, die ein bisschen überschritten wurde. Ich aber
okay fand und auch gut fand, und es hat mir auch Spaß gemacht, das zu lesen. Leider hat er das mit seinem neuen Buch nicht geschafft. Ich habe nach einem knappen Drittel oder ein bisschen oder sogar der Hälfte, also es waren 240 Seiten, ich weiß jetzt nicht mehr genau, es könnte so die Hälfte gewesen sein, habe ich aufgehört, weil es mir einfach zu eklig war. Es war mir zu widerlich, es war mir zu unangenehm, es war mir zu plastisch vorgestellt, man hat jedes Detail irgendwie erfahren, und ich fand auch, wie er Smokey Barrett dargestellt hat, einfach nicht realistisch, und mir hat einfach diese ganze Kombination so gar nicht gefallen, und ich fand es einfach nur eklig und ich wollte nicht weiterlesen, und dann habe ich es eben auch abgebrochen, und ja, jetzt muss ich, glaube ich, mein Rollo runter machen, sonst geht es nicht länger. So, der Rollo ist unten und ich denke, es ist für alle beiden Seiten sozusagen angenehmer. Ja, neben dem Flop und den Büchern gab es diesen Monat auch ein Highlight, und zwar alle 8 Harry Potter Filme wurden von mir gesuchtet. Ich glaube schon angefangen im November, nein im Oktober, und jetzt im November dann eben ja so am Wochenende 2 Filme gesuchtet. Ich habe die dieses Jahr zusammen mit meinen Eltern angeguckt. Meine Eltern hatten, also wissen von uns Kindern, von mir, meiner Schwester, natürlich Harry Potter war ein Riesenhype, haben wir alle geliebt. Und konnten aber damit nicht so viel anfangen. Und ich habe gesagt, ihr müsst diese Welt kennenlernen. Und ihr liebt Herr der Ringe und den Hobbit. Und vielleicht ist dann Harry Potter auch das Richtige. Und ja, ich konnte meine Eltern nicht so ganz überzeugen. Aber ich war überzeugt. Ich habe gelacht, ich habe geweint und ich habe mich einfach sofort zu Hause gefühlt. Was mich direkt zu einem nächsten Highlight des Monats bringt, und zwar den fantastischen Tierwesen und wo sie zu finden sind. Wenn man sozusagen möchte, Harry Potter 8, wobei das ist ja in The Cursed Child, wird ja als Harry Potter 8 gehandelt, die fantastischen Tierwesen. Spielen ja 70 Jahre vor Harry Potter, und wir begleiten hier ja Newt, einen englischen Zauberer, der von der Hogwarts-Schule geworfen wurde, weil er mit Tieren eben rumexperimentiert, beziehungsweise eben nach diesen sucht, und die eben nicht immer alle so tun, wie er das gerne hätte. Und er trägt eben in einem Koffer durch New York, und wir treffen dort eben auf wunderbar magische Zauberer, Hexen, eine Gesellschaft, die ein bisschen anders tickt, als wir diese aus den Harry Potter Filmen kennen. Und wir treffen eben auch auf ein großes Geheimnis und etwas ganz, ganz Bösem in dieser Zeit. Und es war so ein geiler Film. Ich kriege jetzt direkt Gänsehaut, wenn ich an diesen einen Moment denke. Ach, ich saß in diesem Kino. Es war von den ersten 5 Minuten an ein Nachhausekommen. Für mich hat sich das wirklich so angefühlt. Ich fand es großartig umgesetzt. Ich mochte die Tierwesen, die uns gezeigt wurden. Ich mochte die Geschichte, die uns erzählt wurde. Ich mochte den Kowalski, der ja den Muggel sozusagen spielt, der Minute im Grunde zusammenkommt. Ich mochte dieses Ganze geführt werden in diese Welt. Und ich freue mich, dass es insgesamt ja 5 Teile werden sollen. Also es werden noch 4 Folgen. Und es ist wirklich ein Film, den ich jetzt auch vor Weihnachten mir nochmal angucken möchte. Ich denke, sobald meine Schwester da ist, rennen wir da mal in die Kinos. Und ich freue mich da wirklich mega drauf. Und ich fand den so, so gut. Und ich mochte es, dass er auch so fernab eigentlich von Harry Potter ist, es trotzdem immer mal so ein paar Winks in diese Richtung gibt. Und dann ja eben genau dieses Böse und Grausame, was ja im Grunde passiert in dieser Zeit, dass man das eben so ansatzweise auch schon in Harry Potter mal davon gehört hat, zumindest in den Büchern. Und ach, ich finde es großartig. Einfach großartig, und ich habe es wirklich geliebt und war da unglaublich gerne im Kino. Ja, dann vielleicht zum nächsten Top-Buch, und zwar ist das ganz klar Die Spiegelstadt von Justin Cronin. Der 3. Teil der Passage-Trilogie, und das ist ja wirklich Oktober, ging es ja los, also eigentlich ja im Rückblick Oktober, also September, Oktober, November haben wir je einen Teil gelesen der Passage-Trilogie, und mich haben diese 3 Bücher einfach nur mitgenommen, mitgerissen, begeistert, tief im Innern berührt, das Herz gebrochen und wieder zusammengeflickt, und das ist wirklich eine Buchreihe, die man ein Leben lang nicht vergessen wird und an die man sich auch nochmal ein zweites Mal und ein drittes Mal wagen wird, obwohl es tatsächlich fast 3000 Seiten sind, die diese Trilogie hat. Ich kann es natürlich nicht so viel zur Handlung vom 3. Teil erzählen, weil
Ja, wir haben hier halt eben ein Virus, das im Grunde die Welt fast auslöscht. Die Menschen sind kaum mehr übrig und es gibt eben ja im Grunde Virals, was so eine Art Vampire sind und die eben immer wieder auf der Suche sind nach den Menschen, nach ihrer Nahrung. Und es gibt dann eben dieses Mädchen, was wir auch auf dem Cover des dritten Buches sehen, Amy, die uns im Grunde durch die ganze Zeit der Passage-Trilogie irgendwie in irgendeiner Art begleitet und Ich fand es einfach großartig. Ich mochte die Atmosphäre, ich mochte das Düstere, ich mochte das Böse, was in den Menschen und in den Virals herrschte. Und es ist eben nicht direkt nur, dass man sagt, ja, das ist irgendwie Fiction. Nein, man kann sich das einfach vorstellen, wie Menschen in Ausnahmesituationen ticken, wie jeder im Grunde vielleicht ums Überleben kämpft. Und so ein Virus, der irgendwo freigesetzt wird, sind wir mal realistisch, so unrealistisch ist das tatsächlich gar nicht. Und es war einfach eine Reihe, die mich unglaublich begeistert hat. Und dazu ist dann eben auch ein Highlight gewesen, der Austausch, besonders mit Laura und Anita, und im dritten Teil ist dann noch Mascha dazu gekommen. Das hat wirklich unglaublichen Spaß gemacht. Wir haben jeden Tag über unsere Gedanken zu dem Buch diskutiert und dann auch über WhatsApp oder ne, je nachdem, und ich fand es einfach großartig. Nicht nur das Zusammenlesen, was überhaupt immer ein Highlight ist, sondern tatsächlich auch innerhalb dieses Buches, dass wir uns da Zeit genommen haben, es zu lesen, es einzuteilen, diese Leseabschnitte zu besprechen und wirklich dann auch noch auf die Gedanken der anderen eingegangen. Es war wirklich toll, Mädels. Ich danke euch, dass ihr da dabei wart. Das war wirklich etwas ganz Besonderes überhaupt in diesem Jahr. Und die Passage-Trilogie ist ein absolutes Jahreshighlight und auch ein Lebenslesehighlight. Das kann ich nicht oft genug sagen, weil ich es wirklich fantastisch fand. Ja, etwas, was ich auch fantastisch fand. Ich komme jetzt einfach mal zu einem ganz anderen Thema, und zwar zu Beauty. Und zwar muss ich es einfach kurz in die Kamera halten, weil mich dieses tolle Aromapflegeöl diesen Monat begleitet hat. Und ich habe im Winter eine sehr, sehr, sehr trockene Haut und war auf der Suche nach etwas, was ja im Grunde die trockene Haut etwas mindert, kein Spannungsgefühl macht und auch wirklich keine Trockenheitsschüppchen. Und ich bin von Alverde, das ist eine DM-Eigenmarke, Naturkosmetikmarke, auf das Bio-Kokosöl gestoßen. Und seitdem ich das jetzt wirklich im November benutzt habe, habe ich keine trockene Haut mehr. Ich habe eine wunderbare Haut, sie spannt nicht, sie ist mit Feuchtigkeit versorgt und der Duft ist einfach wunderbar, ganz dezent nach Kokos. Man muss da keine Angst haben, dass es übermäßig riecht. Und oh, es ist einfach so toll, dass es in dieses Video gehört, weil es mich wirklich einfach begeistert hat. Und ich bin ein großer Alverde-Fan, weil ich einfach sehr viel Wert darauf lege, dass die Produkte tierversuchsfrei sind. Sie müssen nicht unbedingt vegan sein, wobei das in dem Produkt sogar der Fall wäre. Aber es soll eben kein Tierleid irgendwie zugefügt werden, wenn es um meine Kosmetik geht. Das ist mir einfach schon lange, lange wichtig. Und ja, bei Alverde ist man da auf jeden Fall immer gut dabei. Und das Öl war wirklich toll. Ja, dann habe ich diesen Monat Miracle Morning gemacht. Miracle Morning sagt ja, stehe eine Stunde auf und tue in dieser Stunde etwas für dich. Und es ergibt ja vor, dass man 5 Minuten in der Stille sitzt, dass man 5 Minuten Affirmation macht, 5 Minuten visualisiert, 20 Minuten sich bewegt, 20 Minuten etwas liest, bevorzugt ein Sachbuch und dann auch noch 5 Minuten schreibt. Er ist hier eigentlich so ein bisschen der Tagebuchschreiber und möchte eben, dass man so ein bisschen Vergangenes aufschreibt, aber vielleicht auch den Tag einfach plant. Und ich habe das Buch ja vom Irisana Verlag zur Verfügung gestellt bekommen, habe ja darüber auch schon berichtet. Wenn ich dran denke, ist die Bücherwoche unten auf jeden Fall in der Infobox. Und ich habe mir dann eben vorgenommen, ab dem 2. November, den ganzen November hindurch, diesen Miracle Morning zu machen. Ich wollte es ausprobieren. Ich habe es durchgezogen. Es gab keinen Tag, wo ich das nicht gemacht habe. Ich habe es aber für mich abgewandelt. Ich habe mich nicht ganz so strikt an diesen Zeiten gehalten, und wenn meine Yoga-Übungen eben nur 15 Minuten gedauert haben, dann waren es nur 15 Minuten und dann habe ich die 5 Minuten irgendwo anders rangehängt, zum Beispiel an Schreiben, habe mein Bullet Journal einfach in diesem Falle dann befüllt, und wenn das eben mal 5 Minuten länger gedauert hat, dann war das eben so. Ich fand es alles in allem eine sehr schöne Erfahrung. Ich bin allerdings schon jemand, der sich grundsätzlich morgens sehr viel Zeit nimmt, gerade was die Bewegung angeht, was das Bullet Journal angeht, was einfach auch das Lesen angeht. Und ich habe gemerkt, so eine große Veränderung habe ich nicht gespürt. Was mir tatsächlich gut getan hat, war der allabendliche Gedanke, ich freue mich morgens aufs Aufstehen und ich werde fit und erwacht und
ja, munter einfach aufwachen. Und da habe ich gemerkt, dass diese Vorstellung, wenn man sich das oft genug sagt, dass das tatsächlich beim Aufstehen hilft und man dann einfach keine Snooze-Taste braucht. Bin eh kein Fan dieser Taste. Man benutzt sie aber trotzdem immer mal wieder. Und ich habe wirklich in dem Monat gemerkt, dass ich sie, glaube ich, nur einmal verwendet habe und wirklich gerne aufgestanden ist. So unmöglich sich das anhört. Aber also ich bin eh ein Mensch, der wenig Schlaf braucht und der gerne aufsteht, weil dann, neuer Tag, endlich geht's wieder los. Aber jeder hat ja gerade im Winter, ist das bei mir halt nicht ganz so positiv. Und ja, mir hat das tatsächlich geholfen. Ich weiß nicht, ich habe schon überlegt, jetzt im Dezember weiterzumachen. Ja, ich habe es jetzt aber erstmal gelassen, weil ich einfach die Dinge, die mir hier gut taten, mitnehme und die Dinge wie diese Affirmation und diese Stille am Morgen, was sich ja auf die Meditation bezieht, da bin ich, habe ich gemerkt, das ist nicht ganz meins. Also ich bin auch niemand, der sich morgens hinsetzt und seine ganzen Ziele des Lebens durchgeht und der sich die irgendwie vorstellen muss und das ist so nicht mein Ding. Aber alles in allem fand ich die Ansätze hier drin wirklich gut und ich werde mir das mitnehmen, was ich gut finde und was mir gut getan hat und alles andere werde ich einfach streichen. Und ja, es ist empfehlenswert, es sollte, denke ich, jeder einfach mal ausprobieren, der sich dafür interessiert und ja, war auf jeden Fall auch etwas in meinem November, warum sage ich denn heute ständig oder gedanklich Dezember, war etwas in meinem November, was mir im Grunde Freude und Spaß gebracht hat. Und dann war es im November endlich soweit, dass das neue Album vom liebsten, geilsten, besten Sänger der Welt herausgekommen ist, nämlich von Robbie Williams. Auf dieses Album habe ich lange, lange, lange gewartet und war relativ enttäuscht, als die erste Single ausgekoppelt wurde, Party Like a Russian oder irgendwie so, ich weiß gar nicht mehr. Ich fand den Clip irgendwie sehr überdreht, ich fand den ganzen Song irgendwie, ich dachte, okay, ist das jetzt die Richtung, in die du gehst? Zum Glück nicht. Es ist ein sehr, sehr gelungenes Album. Es hat tolle Songs, es ist eine tolle Mischung aus diesem typischen Pop, aus diesen sehr emotionsvollen Liedern, die er gerade für seine Familie geschrieben hat. Es sind aber auch so leichter Swing immer mal zu hören. Man hört eben, was er selbst auch gerne hört. Und ich mag dieses rhythmische, poppige, was eben so der typische Robbie Williams-Style ist, das mochte ich. Ich habe das Album wirklich überall gehört. Ich habe es auf dem Handy, ich habe es auf dem iPod, ich habe es im Auto gehört, über die Bluetooth-Verbindung vom Handy. Ich mochte die Lieder. Es ist nicht jedes ein grandioses, geniales Musikstück, aber ich finde, Robbie hat einfach ein Gesamtkunstwerk wieder geschaffen, was einfach Freude macht, was einen mitsingen lässt und mittanzen lässt, was einen dann eben einfach bei der Hausarbeit begleitet, beim Autofahren begleitet, beim in der Wanne liegen begleitet. Ich mag es unglaublich gerne und habe mich absolut gefreut, dass es diesen Monat endlich soweit war und wir endlich wieder etwas Neues von Robbie gehört haben. Und wer sich jetzt denkt, ja, es ist ja wieder kein Lied dabei wie Angels, ja, das ist definitiv so. Ich glaube, so einen Wurf schafft man als Künstler wahrscheinlich nur einmal, wäre so meine Vermutung. Ja, Angels bleibt auch von mir das absolute Lieblingsstück und ja, da ist es nicht dabei. So genial ist dann keiner der Songs, dass man denke, du kommst an Angels oder an Feel vielleicht noch irgendwie ran. Und aber es war ein wirklich tolles, tolles Musikalbum, was mir auch weiterhin Spaß machen wird. Ja, der zweite Flop in diesem Monat war für mich You von Caroline Kepnes. Das war der Stalker-Thriller, den wir im Leseklub gelesen haben. Ja, was soll ich sagen? Also ich wollte ja offen an diese Geschichte herangehen und fand es auch grundsätzlich nicht uninteressant, als er vorgeschlagen wurde als Subbuch. Und ja. Aber nach einem Drittel, nach knapp 170 Seiten, habe ich beschlossen, nein, will ich nicht. Ich mag nicht die Gedanken von diesem Stalker wissen. Ich will nicht wissen, wie der tickt. Ich mag ihn auch nicht irgendwann sympathisch finden, weil das habe ich dann aus dem Leseklub trotzdem weiter herausgelesen und dachte mir, nee, sowas Krankes will man einfach. Also ich wollte das einfach nicht lesen. Ich muss auch wirklich sagen, dass es mir Justin Cronin nicht leichter gemacht hat, was das Lesen von Büchern angeht, weil ich tatsächlich bei vielen mir jetzt denke, interessiert dich das eigentlich? Was gibt dir dieses Buch? Und ich habe sie halt jetzt auf dem Sub, diese Bücher. Es wäre jetzt auch schade, alle auszumisten, die jetzt irgendwie
nicht mehr dementsprechend waren, was vielleicht vor der Passage-Trilogie war. Meine Güte, wie das klingt. Aber ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine. Und das war hier einfach der Fall. Und ich dachte mir, warum sollte ich das lesen? Und warum sollte mich das interessieren? Und am Ende ist er mir noch sympathisch und ich feiere ihn. Das waren einfach Gedanken, die mich da verfolgt haben. Und ich dann auch im Leseklub gesagt habe, hey Leute, es tut mir echt leid, aber diesmal bin ich nicht dabei. Umso mehr freue ich mich auf das Dezember-Weihnachtsbuch. Und ja, das war eben leider auch ein abgebrochenes Buch. Dann gibt es ja auf meinem Kanal immer mal die Booktube-Geheimtipps, wo ich ja wirklich Booktuber vorstelle, die meiner Meinung nach viel, viel mehr Abos verdient hätten und die deswegen auch Geheimtipps sind. Und die soll es heute aber hier gar nicht gehen, sondern um einen Kanal, den ich, ich denke schon im Oktober entdeckt habe, jetzt wirklich aber im November gesuchtet habe. Und zwar ist das der YouTube-Kanal von Max Green. Und das Green leitet sich tatsächlich ab von Grün, also von naturbewusst, kein Plastik, Dinge selber machen, all diese Dinge, die ich toll finde, was spricht gegen Plastikflaschen, wie können wir was für die Umwelt tun und sonstiges. Und ja, ich habe da eh sehr ähnliche Gedanken, bin aber tatsächlich, glaube ich, manchmal einfach zu festgefahren und fand einfach die Tipps und Anregungen von Max unglaublich gelungen. Er hat auch einen Instagram-Account, findet ihr natürlich alles unten in der Infobox. Und ich finde den einfach großartig. Also er inspiriert mich, er motiviert mich. Ich schaue seine Videos unglaublich gerne. Ich mag die Art, wie er das rüberbringt, so locker und trotzdem mit so einer gewissen Ernsthaftigkeit, die man für das Thema braucht. Und ja, ich schaue ihm einfach unglaublich gerne zu und habe wirklich so ziemlich alle Videos, glaube ich, jetzt im letzten Monat mir immer mal wieder angeguckt. Und habe mir jetzt zum Beispiel auch seine Bambuszahnbürste gekauft im Dreierpack. Ich habe bisher immer die klassischen benutzt aus dem DM und dachte mir, Mensch, irgendwie mal, man muss mal anfangen mit diesem vom Plastik wegkommen, was ja auch bei Lush zum Beispiel schon der Fall ist, dass man eben das Shampoo in einer Art Seife hat und dass man eben dann auch Seifen benutzt und nicht die Duschgel in der normalen Tube und solche Dinge. Und ich finde, das ist einfach mal ein Anfang. Jeder muss einfach mal mit was anfangen, so habe ich mir das zumindest gedacht. Und das ist jetzt so mein Weg und ich ja, habe die Bambus-Zahnbürsten dann auch auf Instagram mal gepostet, da vielleicht 3-4 Nachrichten, was ist denn das, was ist da anders, und da habe ich sie natürlich auf Max Kanal und auf das Video verlinkt und guckt da einfach mal vorbei, wenn ihr da auch einfach so ein bisschen eine Wandlung vielleicht bei euch spürt oder spüren möchtet, und ich wünsche euch da bei Max auf jeden Fall ganz viel Spaß auf dem Kanal. So, und dann auch schon ziemlich zum Schluss das letzte Buch-Highlight aus dem Monat November war für mich Elias und Laia Teil 2 von Saba Tahir, das ich ebenfalls als Hörbuch gehört habe über mein Audible-Abo, was ich ja auch schon beim ersten Teil im Januar gemacht habe. Und diese Jugenddystopie ist viel mehr, als man aus dem Titel im Deutschen und dem Cover im Deutschen sich so vorstellt. Es ist keine Liebesgeschichte, es geht nicht nur um Elias und Laia, sondern es geht um ein Imperium, das brutal ist, das einfach nur düster und dystopisch ist. Und es gibt eben Charaktere in dieser Geschichte, unter anderem Elias und Laia, die irgendwie spüren, irgendwie läuft hier alles verkehrt. Und wir haben hier Laia, ein Sklavenmädchen, die ja, der Imperatorin sozusagen dienen muss, soll. Und dann aber merkt, oh, hier gibt es doch irgendwie eine Rebellion, und wir haben Elias, der eigentlich komplett in diesem Regime aufgewachsen ist, in diesem Regime auch tickt, der aber denkt, irgendwie will ich das nicht sein, ich will keine Maske sein, ich will kein Soldat dieser Gesellschaft sein. Und ja, beide dann im Grunde, wir beide sozusagen begleiten auf ihren Weg und auf dem Weg dieser Rebellion etwas aus dieser Herrschaft erfahren. Und das war genial gesprochen von, ich glaube, es ist die Synchronstimme von Hermine und von Jacob Black. Ja, ich glaube aus Twilight, und ich weiß gar nicht, von wem die dritte Stimme war, auch komplett egal. Denn wir begleiten im zweiten Teil dann tatsächlich drei Leute, weswegen dann der Titel schon wieder gar nicht so richtig stimmt. Was ich, ja, ne, deutsche Titel sind manchmal nicht nachvollziehbar. Eine geniale Jugenddystopie, die tatsächlich schon ein bisschen erwachsenere Jugendliche anspricht. Also ich denke, wenn man so 12 ist, dann ist das, glaube ich, tatsächlich too much. Auch an Brutalität, an Dingen, die Menschen da drin tun. Es ist so eine etwas abgeschwächte Form vielleicht von Game of Thrones.
die ja tatsächlich sehr erwachsen ist und sehr historisch ist und sehr brutal ist. Und man hat hier so immer mal Züge davon, wie ich finde, nur eben doch ein bisschen sanfter und nicht so ganz, dass die Kamera sozusagen draufhält. Aber dennoch nicht unspektakulärer oder uninteressanter. Und das ist auch für mich ein absolutes Jahreshighlight, beide Teile. Es sollen wohl 4 Teile werden, das heißt, man darf sich im nächsten Jahr auf noch ein paar Teile freuen. Und das tue ich auf jeden Fall. Es war ein grandioses Lese-Hörerlebnis. Und das war wirklich wieder so ein Hörbuch, das ich überall mit hingenommen habe. Wenn ich spazieren gegangen bin, wenn ich zum Auto gelaufen bin, wenn ich im Auto zur Arbeit gefahren bin, wenn ich vom Parkplatz zum Büro gelaufen bin, die Stöpsel tatsächlich erst im Büro abgenommen habe, wenn ich auf die Toilette gegangen bin, wenn ich schnell Holz geholt habe im Keller, ich konnte dieses Handy nicht weglegen und ich war einfach, das war einfach grandios. Hat mir unglaublich gut gefallen und ganz viel Spaß gebracht und ja, bei diesen 3 Highlight-Büchern merkt man, dass ich es tatsächlich doch wahrscheinlich eher düster und dystopisch und mit ein bisschen Fiktion sehr, sehr gerne mag, wenn ich so drüber nachdenke. Ja, begeistert mich das tatsächlich wohl am meisten. Wahrscheinlich, weil man da tatsächlich so die Tiefen der Menschlichkeit, der Seele sozusagen merkt und mich das einfach begeistern kann. Und wenn es gut geschrieben ist, wie in diesem Fall von den 3 Autoren, dann reißt es mich eben auch einfach mit und macht mir einfach besonderen Spaß. Ja, jetzt sehe ich, dass auf meinem Zettel gar nichts mehr steht, weiter zum November. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß mit meinem Monatsrückblick. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare auch schreiben, was vielleicht euer Highlight im November war. Immer gerne her damit oder auch wie euch diese Art des Monatsrückblickes gefällt. Würde ich mich natürlich freuen über einen Daumen hoch oder auch über einen Kommentar oder über beides. Und ich wünsche euch nun einen wunderschönen Tag, einen tollen Abend und dann bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.